Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar wieder bei dem lieben Mattes. Wir werden heute Kutsche fahren. Aber ganz wir werden besonders. Ganz besonders irgendwo hinfahren. Wir werden zu McDonald's fahren. Richtig cool. Ich wollte das schon immer mal machen und habe dann Mattes gezogen. Echt? Doch? Ja. Oh mein Gott, wir müssen das gleiche super. Schon mal tun. Sie wollte gerade sagen, dass sie dich dazu gezwungen hat. Aber ja, ich dachte, ich hätte ihn dazu gezwungen. Nee, gar nicht. Nee, also, ja gut. Er hat mich angerufen so, Mann, ich brauche ein neues Video. Hast du nächste Woche Zeit? Ich will endlich McDrive fahren. Ich so, klar. Ja, und dann machen wir das heute. Ich bin sehr gespannt, was die Pottys dazu sagen werden. Ich glaube die gar nicht. Oh, er sagt es jedes Mal. Aber Hella, weißt du was? Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Für das unser Kutschgespann. Ich hole das jetzt gleich. Okay. Ich kann ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was es ist. Ja, er kommt richtig ins YouTube-Game rein. Du bist jetzt echt oft in den Videos, ne? Ich mache mir auch schon Gedanken, weil Hella mehr Zeit mit dir verbringt, als mit mir irgendwie langsam. Ich bin eifersüchtig, Tom. Ich hol's mal eben. Okay. Und Hella isst hier den Pferdeapfel. Diesmal kein Warendorfer Pferdeapfel, sondern ein richtiger Pferdeapfel. Der Karton ist ein bisschen kaputt. Oh mein Gott, Mattes, was hast du mitgebracht? Was ist das? Schau doch mal rein. Oh mein Gott, das sind einfach neue Geschirre. Das sind neue Geschirre. Für so unser nice. Gespann. Endlich! Leute, wir hatten einfach nie ein richtiges Zweispender-Geschirr. Und jetzt haben wir wirklich ein Zweispender-Geschirr. Ja, ich habe eins gekauft. Für Cody habe ich schon angepasst. Jetzt müssen wir nur noch Valentino einkleiden. Ja, mega. Richtig cool. Dann sind wir jetzt auch mal richtig gut unterwegs und nicht mit unseren Einspender-Geschirren. Zum Glück hat Mattes ja ein Auto und einen Anhänger. Und damit wird er dann die Ponys fahren und ich die Kutsche. Oder andersrum müssen wir dann nochmal schauen. Aber jetzt also fahren wir zu McDonald's, laden dann die Pferde aus, fahren dann mit der Kutsche durch den McDrive und landen wieder ein. Ist das euer Ernst? Ja, wir haben kein Weges um die Ecke. Also, oh, was? Schon, aber das schaffen die Chattys nicht. Oh mein Gott. Ja, einfach so ein bisschen nicht sagen. Was ist das halt? Ist ja so ein Fail. Wir wollten eigentlich noch sagen, extra spritsparend heute mal so zu Mc's, aber nein, wir fahren da halt extra hin. Das ist fake. Das ist fake. Klunt, hier möchtest du auch mit? Klunt, hier ist am liebsten Chicken Nuggets bei Mc's. Er darf nur einen, weil es so ungesund ist. Okay, dann machen wir mal los. Mal gucken, ob es auch was Vegetarisches für Hella da gibt. Yes. Ja, du bist ja Reggie. Reggie. Ja. Cody steht hier schon. Nein, jetzt habe ich auch noch den hässlichsten Strick aller Zeiten zu diesem Halfter mitgenommen. Mm. Es tut mir leid, Leute, nicht drauf achten. Ach, das ist Valentino. Nee, das ist Cody. Nein, das ist Valentino. Ich wusste es doch. Natürlich kenne ich meinen besten Buddy. Mattes, der Handwerker, ist schon wieder am Werk hier. Ja, da sind extra Schrauben drin. Jetzt muss ich da die anderen Sachen reinsetzen. Das Ding ist einfach, das sind Mini-Shetty-Geschirre, ne? Echt? Ich musste bei Cody sogar noch Löcher reinmachen. Wollte er Shetty-Geschirre kaufen. Der Verkäufer so, wie groß sind die denn? Und sind die sportlich gebaut? Und ich so, kommt drauf an. Und da haben wir uns die so angeschaut. Und da ist so, boah, nee, die Shetty-Geschirre sahen so groß aus. Ja. Nimm mal lieber Mini. Fang an zu putzen, Hella. Sonst sind wir morgen noch nicht fertig. Hunger! Entspannt euch! Guck mal, Mama hat jetzt den Apfel im Mund, Hella, den du eben hattest. Jetzt können wir damit noch spielen. Weiterverwendung. Recycling, Mamba, ne? Okay. Durch die Beine. Huch! Mamba, Mamba aus. Danke. Und los! Oh, der Apfel hat sich geteilt. Gut, Mamba. Seid ihr mal fertig gleich? Hella bastelt an ihrem Zopf rum und Mattes an dem Geschirr. Dauert sowas. Mit den Haaren, ne? Gut Ding will Weile. Meinst du Hellas Zopf oder was? Ja, das dauert auch, ne? Sorry. Gut Ding will Weile haben. Oh, das wird irgendwann mal so ein Zitat von Mattes Röckener. Gut Ding wird Weile haben. Hashtag Mattes Röckener. Und hier sitzt er live und in Farbe. Oh mein Gott. So. Was sagt ihr zu dem Zopf? Palme halt, ne? Wo sind die Kokosnüsse? Also. Ganz was Neues, Hella. Wo sind die Kokosnüsse? Ganz was Neues. Also. So, Jungs, muss man echt immer nicht fragen, ne? Nach so einer Beratung, ihr gebt eure ehrliche Meinung eh nicht ab. Das war unsere ehrliche Meinung. Nö. Hä? Ehrlicher geht's nicht. Tom, macht mal Spaß. Nein. Also, sorry, ehrliche Meinung, die Kokosnüsse fehlen. Das kann mir echt keiner sagen. Und mal was ganz Neues. Hella, Mattes und ich haben uns auch überlegt, dass wir jetzt einen eigenen YouTube-Kanal machen ohne dich. Ohne mich? Ja. Ihr könnt ja Hella und Tom übernehmen. Ich nehme die Kamera dann einfach. Nee, nee. Die können wir schon selber nehmen. Also sag mal, ich werde hier gemobbt aufs Härteste. Komm, Valentino, wir gehen. Wie frech ist das denn? So, dann putz ihn mal blitzeblank, damit er glänzt wie ein Auto, das gleich durch den McDrive fährt. Leute, hört ihr meinen Magen? Der grummelt schon. Bin gespannt, was die McDonald's-Mitarbeiter sagen werden. Die erste Anprobe. Er wollte die Eiche gerade essen. Er hat die Eiche gegessen. Ja.
Und was sagen die Experten? Oh, klein. Das kann man ja noch länger machen. Das Kürzeste. Ja. Oh. Wie professionell will man sein? Wieso ja? Das ist noch ganz... Das ist noch nicht so flexibel, das Leder. Was hast du bestellt auf Wish oder was? Was macht ihr da? Habt ihr sowas schon mal gemacht vorher? Also, ich muss das Ding erstmal ein bisschen biegen. Ah, schon viel besser. Geht doch. Der arme Valentino, ihr spielt da die ganze Zeit an seinem Po rum. Ist ja immer ja unangenehm als Pferd. Was haben sie gemacht, Herr Röckener? Ich muss ein paar Löcher reinmachen, das ist sogar zu groß. Oh, gut, dass du dann das Shetty-Geschirr genommen hast und nicht das Pony, oder? Nee, ich hab das Mini-Shetty. Ach ja, das Mini-Shetty sogar. Wow. Geil, oder? Jo, passt. Sehr gut, es passt. Sehr schön. Warum kannst du die Alten? Er sieht aus wie ein Pirat. Wieso? Weil er Augenklappen hat. Er braucht nur eine Klappe, dann sieht er aus wie ein Pirat. Schick, weil so schön neu. Richtig Schnieke. Cool. Damit können wir wohl zu Meckes fahren. Klunch hier fährt heute die Kutsche. Und Mattes verliert sie jetzt. Ob die passt? Passt die überhaupt da rein? Ja, Gott sei Dank. Oh, Klunch hier. Brauchst du Hilfe? Okay. So, Klunchi, komm raus. Dann müssen wir nur noch die Shetties verladen und dann kannst du losgehen. Yes. Komm. Juhu. Komm rein, der Herr. Erstes Shetty ist verladen, jetzt kommt das zweite. Einfach drunter durch. Die Pones sind verladen und jetzt geht's ab zu Meckes. Wir sind da. Also nicht da. Wir fahren jetzt noch 2 Kilometer mit der Kutsch. Hella fühlt sich wohl. Du musst vorne sitzen, da sitze ich ja. Mit Klunchi. Ich dachte, wir machen heute ein Video. Mattes fährt mich durch den McDrive. Ah, okay, ja, das ist auch gut. Wenn die Pferde keine Lust haben, dann muss Mattes fahren. Ja. So, Rückwärtsgang einlegen. Beep, 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 beep. Hallo, Cody. Kannst du dich einmal an die Seite stellen? Ja. Damit der Teil nicht hier runterfällt. Nicht, dass er noch hier runterfällt. Guter. Ja, ne, du hast auch Hunger auf Meckes. Ich muss erstmal ein bisschen mit diesem neuen Geschirr klarkommen, weil das ist alles noch so steif. Ist halt Leder. Das muss ich erstmal einlaufen, wie bei neuen Schuhen. Ja. Los, rein da, Klunche. Wo willst du hin? Aufsitzen. Wir brauchen einen Fahrer. Hopp. Willst du Beifahrer sein heute? Hinten? Sonst bist du doch immer vorne. Abfahrt. Was ein schönes Gespann. Wir sind jetzt losgefahren und die Ponys sehen so gut aus in ihren neuen Geschirren. Das ist echt mega. Also hast du super rausgesucht, Mattes. Ist richtig cool. Sehr gut. Mega, ne? Ja. Aber das kann trotzdem nochmal in die Geschirrspülmaschine. Oh, Tom. Oh, Hella, hat das so lange gedauert? Ja, der war wirklich schlecht. Ich frage mich halt, welcher McDonald's hier im Wald ist. Also das frage ich mich auch, Mattes. Ja, was ist hier los? Das ist der Bio-Meckes. Ah, okay. Essen wir gleich Blätter und so. Genau. Auch nicht wir schlecht. Wir fahren jetzt als erstes fahren wir an meiner Schule vorbei, wo ich früher hingegangen echt? Bin. Echt? Ja. Cool. Mega cool, oder? Deine Vorder sind noch Lehrer, die mich ja. noch kennen. Ja, dann so wollen sie mitfahren. Moin, falls Meckes. Das ist aus mir geworden. Die YouTube-Videos mit Hella und Tom. War das die Grundschule oder weiterführende Schule? Ja, die ist weiterführende. Ah, okay. Also das ist deine alte Schule hier? Ja. Aha. Cool, oder? Sehr cool. Hast du was getan, fällt mir auf. Weil ja? Ja, du bist ja auch schon ein alter Sack, ne? Ja. Wie lange bist du jetzt aus der Schule raus? Das ist wahrscheinlich nach der 5. abgebrochen. 6 Jahre bin ich raus. Schön durch die Siedlung hier. Nachher schön durch die Innenstadt gefahren. Das ist ganz schön, dann kann man so zum Schloss und so. Ja, geil. Oh mein Gott, einfach ein Kreisverkehr. Ich habe auch irgendwie ein bisschen Angst, aber Mattes ist ganz gechillt. Du hast vergessen zu blinken, Mattes. Das sollst du machen, Tom. No. Ah, da. Hier das Schild. Geilo, wisst ihr denn schon, was ihr wollt, Leute? Was zu essen? Das ist mir klar, aber was? Ja, dann machen wir mal den Blinker. Oh mein Gott, einfach mit der Kutsche zu McDonald's. Das ist einfach richtig nice. Dass ich das noch erleben darf. Einfach toll, unglaublich. Sie haben ihr Ziel erreicht. Noch nicht ganz, noch 100 Meter geradeaus. Ja, okay. Aber schon fast erreicht. Wir müssen ja auch von andersrum kommen. Ach so. Ich kann jetzt nicht auch noch falsch rum im McDrive fahren. Nee, das lassen wir lieber. Das wäre noch schlimmer. Nachher wirst du noch deinen Führerschein los hier. Ja, die Leute schauen halt einfach schon total blöd. Niemand ist so, Mattes. Niemand einfach. Ist halt ein E-Auto hier, ne? Ja. Hier ist übrigens die E-Ladestation. Können wir gleich auf dem Rückweg nochmal aufladen. Ist kein E-Auto, das ist ein Hafer-Moped. Ein Hafer-Moped. Hafer-Moped. Hoffentlich haben die auch was für die Ponys. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Pupsis. Pupsis. Ich habe hier Hella zu reden. Es gibt Essen. Eben kam schon eine Mitarbeiterin raus und hat geguckt. Ja. Ja. Jetzt fahrt ihr hier durchs McDonald's-Tor. Ich glaub's nicht. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gerne 2 Cheeseburger. Ja. Eine Cola. Eine große. Eine große, gerne. Hella, was möchtest du? Eine Pommes. Eine Pommes. Mayo und Ketchup dabei. Hella, Mayo, Ketchup? Ketchup. Ketchup? Ja.
Und eine Apfeltasche. Tom, was möchtest du? Big Tasty Bacon Menü. Ein Big Tasty Bacon Menü. Pommes Mayo? Ja. Dann haben wir bitte zum zweiten Fenster. Alles klar, bis gleich. Wieso fährt man bei McDonald's eigentlich immer zum zweiten Fenster und nie zum ersten? Das frage ich mich. Das erste ist nur, wenn es richtig voll ist, glaube ich. Ich glaube, das erste ist nur alibimäßig da. Ja, das ist okay. Okay. Mats ist mit Handy am Steuer, das geht gar nicht. Das geht echt nicht. Hallo. Tom zahlt. Tom zahlt, ist klar. Zum Glück, Leute, wir kriegen noch einen Apfel für die Pommes. Oh, wie lieb. Gott sei Dank. Oh, mega. Sehr nice. Ich stelle mal einfach alles drauf. Blunt hier ist nicht für dich. Dankeschön. Mega, vielen Dank. Okay, seid ihr soweit? Dann geht's weiter. Let's go. Yes. Super. Das ist das perfekte McDrive-Paar. Ja. Fahrteam. Fahrteam McDonald's. Kann man euch buchen? So ein McDrive-Fahrten. Ja. Mit das Rock'n'Roll, heller Gabber. Einfach den ganzen Tag nur durch McDrive fahren mit Leuten. Das war doch cool. Ich wollte gerade sagen, dass es nicht geklappt hat. Gut, Leute, alle aufsteigen. Wir machen jetzt eine romantische Fahrt durch Fürstenau. Was ist mit Essen? Haben wir am Start. Essen wir es jetzt bei der Fahrt oder? Ja, klar. Machen wir gleich ein Picknick. Ich glaube, da haben die Pons nicht so Bock drauf. Achso, okay. Laufen. Gut, dann laufen die und wir essen dabei. Schauen wir mal, was für dich dabei ist. Ich glaube, sie hatten diesen Cheeseburger bestellt. Kann das sein? Ach ja, sehr angenehm, danke. Bitteschön. Was hast du jetzt eigentlich bestellt, Hella? Ich habe eine Pommes. Ich war mir irgendwie nicht sicher. Ich habe gehört, dass die Veggie-Burger bei Mc's nicht so gut sein sollen. Und dann wollte ich lieber keinen bestellen. Was hast du bestellt überhaupt, Tom? Ich habe einen Big Tasty Bacon Menü. Das ist mein Burger. Der sieht auf den Bildern besser aus als in echt. Ja, ganz komisch. Und was sagst du, Herr Röckener? Ja, schmeckt super. Hätte ich besser nicht machen können. Ich lasse mir jetzt meine Pommes schmecken und ich muss sagen, die ist schlapp. Die schlapp. Was eigentlich mit den Äpfeln? Die Ponys haben doch Äpfel bekommen. Die kriegen die am Ende. Ah, okay. Schau mal, wie eklig. Ich finde die Pommes von McDonald's richtig lecker. Ich finde die von Burger King nicer. Aber am besten sind immer noch Süßkartoffelpommes. Mhm. Oder? Ich liebe Süßkartoffelpommes. Oder Curly Fries. Dass es sowas da noch nicht gibt, echt ein Wunder. Mhm. Guck mal, Crunchy will auch was. Ja, Mund auf. Mach das mal in den Müll. Und ich so Mund auf. Jetzt kann ich wieder was von meiner Bucketlist abhaken. Mit den Ponys bei McDonald's gewesen. Wirklich. Das war schon immer ein Traum von dir wahrscheinlich. Immer. Nee, von Mathis und mir. Ich dachte ja erst, ich muss ihn zwingen, aber nein. Anscheinend wollte er das auch schon immer machen. Herrlich. Und dann spielt das Wetter auch noch so schön mit. Schon gut. Kann nichts Besseres geben, oder? Nee, wirklich nicht. Sind wir schon im Himmel? Eis holen sollen. Das wäre geil gewesen. Aber Leute, ich habe eine Apfeltasche. Darüber bin ich sehr glücklich. Andere haben eine Handtasche, du hast halt eine Apfeltasche, ne? Ich liebe diese Apfeltaschen, die sind so nice. Oh. Polizei. Wie siehst du denn aus? Wieso? Tom hat einfach im ganzen Gesicht Soße. Echt jetzt? Ja. Aber der Burger schmeckt anscheinend. Mhm. Oh. Polizeiabfeld. Oh, die sind wirklich vorne. Gerade sitzen. Nicht, dass wir noch angehalten werden hier von der Polizei. Dürfen wir überhaupt durch? 3,20 Meter. Wir sind länger. Kopf einziehen. Also, mit den Ponys sind wir total niedrig, ehrlich gesagt. Schon ein bisschen länger. Sind wir zu groß. Wow, voll schön hier. Man könnte denken, wir sind im Mittelalter mit der Kutsche hier. Ja. Ich muss mir jetzt nur noch so ein Kleid anziehen. So ein neumodisches Gerät vorbei. Und noch so ein Gerät. Was sind das für Leute? Wieso? Das die UFOs, Aliens. Aliens. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Wo sind wir? Ja. Wir haben eine Zeitreise durchgemacht. Wir sind in die Zukunft gereist. Ich habe diesen Cheeseburger gegessen gerade und auf einmal fahren die so komische Kutschen. Oh mein Gott. Was ist denn los hier mit noch mehr davon? Oh mein Gott. Das romantische Date geht weiter. Warte, von wem das romantische Date? Von Cody und Valentino. Ach so, okay. Nein, von uns dreien. Ach so, fünf. Wir sind sechs. Ja, von uns sechsen. Nein, Leute. Es ist ja aber echt schön. Hier ist ein See, ein Schloss. Echt schön. Wir müssen vor allen Dingen die Burg finden, wo wir hinfahren. Was ist doch die Burg hier? Bist du blind? Oh, du hast gesagt Schloss. Ja, Burg, Schloss, ist auch alles das gleiche. Jacke wie Hose. Und ich muss noch ein Kleid finden, was ich anziehen kann. Damit ich aussehe wie in Bridgerton. Kennst du Bridgerton? Ja, ich kenne ihn, aber ich habe so ein Kleid leider nicht. Also jetzt fühle ich mich wirklich wie im Mittelalter. Halt wirklich, wie schön ist das hier. Wenn hier gleich noch ein Ritter um die Ecke kommt, wird mich das nicht wundern. Ich habe Grüße von Lisa. Ja, liebe Grüße zurück. Richtig hier aus, wenn ich sie widerspreche. Okay, super. Gut. Sehr schön. Ja, sehr cool. Dann wäre das ja geklärt. Kannst du aufhören, mich anzugucken? Kannst du aufhören, mich anzuschauen? Warum muss jetzt
Boxen? Lass boxen jetzt. Das kommt alles ins YouTube-Video, das wisst ihr, ne? Nein. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Schreibt mal in die Kommentare. Nach dem Video, Mathis, nach dem Video. Sind hier jetzt auch noch so Krokodile und so drin? Ja. Krokodile und Haie vor allem. Haie. Ah, okay. Das ist ja schön. Wir sind hier ganz nah am Ozean. Das ist doch der Ozean, oder nicht? Nicht ganz. Ach so. Genau, das hier sind die Stockentenwale. Stockentenwale. Mathis, wenn ich heirate, dann musst du mit den Ponys mich mit der Kutsche fahren. Das wäre süß, oder? Mhm. Soll er dir auch noch den Ring aufstecken? Nee, das hätte so gern, Tom, ne? Dass ich die Finanzen übernehme für sie. Alter! So frech heute, so frech! Wir haben uns jetzt überlegt, wenn wir unsere Meckes-Touren anbieten, dass die Kutsche noch umgebaut werden muss. Und zwar hier sind ja diese Lampen. Und da haben wir uns überlegt, dass wir dann einfach solche Trinkbehälter reintun. Und dann kann man da sein Getränk reinstellen. Das wäre doch super, oder? Super. Und dann muss man hier noch so einen Tisch hinmachen, dass man auch da die Sachen dann ablegen kann und essen kann. Ja, das wäre natürlich mega. Jetzt wollen wir mal über die Brücke fahren. Nein, die ist viel zu schmal. Das machst du nicht, Mathis. Nee, ich hab Angst, ich hab Angst. Mathis, die ist zu schmal. Immer so, holt mal Bier. Was ist, wenn man... Ja, siehst du? Das wäre ein Problem. Oh oh. Oh Gott. Oh oh. Rückwärtsgang einlegen. Wir haben ein Problem. Vor allen Dingen ist es hier komplett eng und entweder fallen wir dann ins Wasser rein oder ins Zaun. Was werden wir nun tun? Na jetzt ohne Witz mal. Das seht ihr nach der Werbung. Nein, das ist doch echt nicht hell, oder? Jetzt mache ich noch ein schönes Video, das sieht schön aus. Soll ich einmal kurz irgendwie festhalten oder so? Ey, lacht erstmal, als wäre alles nur noch in Ordnung. Oh, das ist so schön hier. Wir haben auch gar kein Problem, direkt vor uns. Wir haben keine Sorgen. Oh, nein, das wird zu eng, Mann. Ich hab Angst. Das passt nicht. Oh mein Gott, ich hab auch Angst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr seid so gut. Mathis, du bist einfach der Checker. Oh. Du hast unser Leben gerettet. Ich wollte ja nur kurz gesagt haben, dass ich krass bin. Also, ich hatte Schweißausbrüche, bin ich ganz ehrlich. Ja. Oh mein Gott. Nein, wir fahren nicht über die Brücke. Bitte, Mathis, lass uns das lassen jetzt. Warum, Ella? Bitte, lass woanders verlangen. Ich möchte das nicht. Ich fährst hier schon halb in den Busch rein. Das ist doch der Plan. Wir müssen ein bisschen üben für Turniere. Ja, das ist mir echt eng. Oh mein Gott. Wir fahren jetzt über diese Brücke einfach. Oh, hell. Oh. Wow. Passt gerade so. Wonderful, wie romantisch. Tom, wie eifersüchtig. Jetzt müssen die Ponys aber noch ihre Äpfel bekommen. Ja, die darauf haben ja beide so eine süße Apfeltasche. Wir spannen jetzt erstmal aus. Hast du die gratis bekommen? Ja, ich glaube schon. Ja. Wow, die haben die uns einfach geschenkt. Mega nett, oder? Wie nett, ja wirklich, richtig cool. Meckes, bester Laden. So, ihr Kleinen. Das hört sich doch schon mal gut an. Cody hat gerade gegähnt. Ja, der Ach, wie süß die zwei sind. Oh. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Allerbesten. Hol die Äpfel, Mathis. Hol die Äpfel. Ja. Erstmal einen schönen Apfelschnitten. Von Papi. Oh, du hättest fast Valentino vergessen. Ich für dich und für dich. Und ich? Komm, geht auch ein, aber ein klein. Und der letzte ist für mich. Einfach frech, ne? Einfach frech. Das war's mit dem Video von heute. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mal wieder bei dir, Mathis. Also ja, wirklich sehr cool. Sehr gerne. Können wir gerne nochmal wiederholen. Vielleicht machen wir das nächste Mal mit den großen Pferden. Oh mein Gott. Wir mit Gollum. Wir müssen, ach, der ist krank. Aber wenn er wieder fit ist, können wir ihn anspannen. Ja, das wäre cool. Das müssen nee, wir aber da komme ich nicht mit. Sorry, Leute. Das traue ich mich nicht. Tom fährt einfach mit Fahrrad hinterher. Ja. Dann machen wir uns wieder einen schönen Tag auf der Kutsche. Ja, das finde ich ist auch eine sehr gute Idee. Können wir gerne so machen. Wir hoffen, euch hat das Video genauso gut gefallen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich richtig freuen. Und abonnieren auch nicht vergessen. Bei 500.000 Abonnenten muss Tom mir noch ein Pferd kaufen. Jetzt wirklich? Nicht. Ja. Oh mein Gott. Hast du schon abonniert? Bestimmt. Wer, wenn nicht? Follow mir auf Instagram. Ja, ihr könnt Mathis natürlich gerne auch folgen. Den Kanal von Mathis verlinke ich euch einfach unten in der Infobox. Und da könnt ihr ja auch mal vorbeischauen. Gibt's immer er postet immer richtig cool. Von seiner Bodenarbeit. Ja. Nicht nur, Tom. Nicht nur, okay. Genau hinschauen. Tschüss. Winke, winke. Tschüss. Tschüss.